Hallo Leute, mein Name ist Marco von CryptoKenner.de und in diesem Unboxing-Video möchte ich dir den Ledger Nano X vorstellen. Der Ledger Nano X kann direkt über die Website von Ledger für ungefähr 150 Euro bestellt werden. Das Paket kommt in der Regel dann innerhalb weniger Tagen bei dir an und kann auch kostenlos zurückgesendet werden. Sehr wichtig ist es, den Ledger nur über den Ledger-eigenen Shop zu kaufen und das eingeschweißte Paket auf Unversehrtheit gut zu überprüfen. Ein manipuliertes Gerät kann für euch noch richtig teuer werden, dazu dann aber mehr im eigenen Review-Video. Im Lieferumfang enthalten sind der Ledger Nano X, ein USB-C-Kabel zum Verbinden und auch Aufladen der Batterie, Wiederherstellungszettel und Anleitung. Der 34 Gramm schwere Ledger ist ungefähr so groß wie ein Finger und damit größer und schwerer als der Ledger Nano S. Das Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und Kunststoff fühlt sich sehr wertig an. Das Design ist sehr Ledger-typisch und es ist sehr gut zu erkennen, dass es sich hier um ein Ledger-Produkt handelt. Das große OLED-Display ist mit einem extra Plastiküberzug geschützt. Daneben gibt es noch allerhand Anleitungshilfen und die bekannten Wiederherstellungszettel. Diese sind sehr hilfreich, um bei verloren gegangenen Geräten die Coins nicht direkt zu verlieren, da sie auf einem neuen Ledger dann wiederhergestellt werden können. Das USB-C-Kabel ist relativ kurz, hat aber eine gute Verarbeitung. Im Zweifel hat man natürlich auch irgendwo im Haus ein weiteres USB-C-Kabel rumliegen. Der erste Eindruck ist hochwertig und auch sehr positiv. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Hardware-Wallet im ausführlichen Review schlägt. Wenn du wissen willst, wie sich die Software vom Ledger Nano X handhabt und vor allem, ob der hohe Preis gegenüber anderen Modellen wie den Ledger Nano S oder der Bitbox Nord 2 gerechtfertigt ist, dann solltest du diesen Kanal unbedingt abonnieren. Sobald das Video live ist, findest du es in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und du beim nächsten Video wieder einschaltest. Ciao.